Willkommen zurück bei Mario und Luigi 4. Direkt geht's weiter mit einem Kampf gegen eine Fiesmuschel. Und die sind wirklich fies. Ihre Verteidigung ist verdammt hoch und ich habe noch nicht wirklich ein Mittel gegen sie gefunden. Ja, der rote Panzer würde nicht so viel bringen eigentlich, deswegen lasse ich es gleich mal bleiben und werde Mario stattdessen heilen mit einem Superpilz. Also noch nicht mal angreifen, weil ich nämlich plane, mit Luigi den Flattercopter zu nutzen. Der bekommt sowieso ständig BP zurück. So. Ja, das sah doch eigentlich ganz gut aus am Start. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schnell zum Gegner hinkommen. So. Und hier bin ich. Yes, exzellent. Also einer ist gestorben, immerhin. Die anderen haben leichten Schaden genommen. Und wir bekommen Punkte für... sehr gut abgeschlossene... Paar-Attacke. So. Ja, die beste Chance, sie zu besiegen, ist tatsächlich, sie auszukontern. Weil man die Kugel sehr leicht treffen kann. Und die auch nicht so eine hohe Verteidigung hat. Ah, Mist. Ja. Schwierig. 10-mal exzellent hintereinander haben wir hier schon geschafft. Jetzt müssen wir halt nur noch 10-mal den gegnerischen Attacken ausweichen. Aber das ist halt nicht so einfach. Joa. Wir werden den Strand erkunden. Müssen wir sowieso tun. Weil wir sollen nämlich Seepferdchen finden. Geschwister von dem anderen Seepferd, den wir in der Traumwelt gefunden haben. Wir müssen nämlich... ach, wie war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, wir müssen die Traumwelt erweitern und Peach tiefer in die Traumwelt bringen, damit sie vor Bowser und Antasma sicher ist. Ja, die Story ist jetzt gerade ein wenig strange, aber so ist es eben. Wir haben genug zu tun, so viel steht fest. Komm, greif an, dumme Muschel. Ja, aber nicht mit der Attacke, die finde ich scheiße, weil die ist fast nicht abzuwehren, finde ich jedenfalls. Lieber damit. Schön. Noch einmal, komm. Yeah. Nice Schaden gemacht. Also die obere ist fast tot. Ich kann dem Luigi leider nicht helfen. Es spielt auch keine Rolle, ob man springt oder den Hammer einsetzt. Es zieht gleichermaßen wenig ab. Aber wenn ich jetzt hier den grünen Panzer benutze, dann könnte ich genug Kraft zusammenbringen, um zumindest diese Muschel jetzt mit einer Attacke zu besiegen. Wollen wir es hoffen? Du. Falls es welche gibt, die bei der Paarattacke häufig failen. Ja, mit Ansage. Typisch. Ein Tipp, wollte ich sagen. Ja, hab's einfach mal probiert. Ihr müsst relativ früh schon schlagen. Also ich habe da immer bis zuletzt gewartet, aber das ist falsch. Ihr müsst einfach nur großzügig früher den Knopf drücken und dann wird er schon den Panzer zum Gegner kicken. Das ist nicht so streng, wie man meint. Ja, ich habe wieder irgendwas mit ohne Schäden bestanden. Keine Ahnung. Level up für Mario! Also obwohl wir uns mit neuen Ausrüstungsgegenständen eingepackt haben, ist es nicht wirklich besser geworden, ne? Weil die Gegner hier verdammt hohe Verteidigung haben. Deswegen wäre ich dafür, bei Mario den Angriff zu erhöhen. Und zwar um 3. Nun hat er genau 100. Klar, es war jetzt nicht so klug, weil ihr habt ja gesehen, es waren schlechte Zahlen, es waren nur, auch nur wenige Vierer, deswegen habe ich halt nur 3 erwischt. Also die nächsten Level-Ups sollte ich dann was anderes wählen, aber ich habe halt jetzt einfach was gebraucht, um meine Power schön zu stärken. Hier haben wir eine weitere Warpröhre. Das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Wir bleiben natürlich hier. Ich will sie nur aktiviert haben. Und ich muss wirklich mit der Karte arbeiten, weil hier gibt es so viele Wege am Strand, da verläuft man sich. Und wir wollen ja schließlich diesmal alle Attackenfragmente haben. Wer weiß, vielleicht bekommen wir ja eine Attacke... aua, scheiße. Die gegen die Muschelgegner sehr gut ist. Also vielleicht eine, die die Verteidigung umgeht oder so. Diesmal habe ich nicht vergessen, dass der Goomba noch angreift, obwohl er getroffen wurde. Ja, das Fiese dabei ist eben,
entweder der Shy Guy fliegt als erstes oder als letztes. Und ich habe noch nicht wirklich gecheckt, woran man das merkt. Aber man kann das mit Sicherheit irgendwie sehen. Komm, wir hauen den jetzt mit dem Fluttercopter eine rein. Oh Mann. Das sieht nicht ganz so gut aus. Also exzellent wird's nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht noch super. Komm schon, komm schon, komm schon. In die Mitte und jetzt. Oh, nur gut. Verdammt! Und ich habe auch noch den falschen Shy Guy getroffen. Das war Verschwendung. Verschwendung, Verschwendung. Du, 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 du. Stirb doch. Mann, wenn ich halt wenigstens endlich schneller wäre als die da. Die gehen mir so auf die Nerven. Und ich will jedes Mal den Hammer auspacken, weil ich jetzt so an die Traumwelt gebunden bin, gedanklich. Weil in der kann man ja mehrere Gegner gleichzeitig treffen, aber hier in der realen Welt halt nicht. Ich wollte ihn kontern, aber hat nicht so wirklich funktioniert. Ja, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt geht überhaupt nichts mehr. Ich hab euch... Ja, nee. Ich hab euch Hass, das macht keinen Sinn. Ich hab euch lieb geht, aber ich hab euch Hass, das ist kein Deutsch. Zum Glück muss man als Kämpfer nicht schlau sein, ne? Leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Töte sie. Aber schnellstens. Das Einzige, was mir bei den Gegnern gefällt, ist, dass man wenigstens viele Erfahrungspunkte bekommt. Also da kann ich mich nicht beschweren. Häufig über 500 und mindestens 400. Und die BP-Regeneration von Luigi ist sowieso der Hammer. Also, krass. Vielleicht sind wir ein bisschen underlevelt, was meint ihr? Vielleicht hätte man vorher trainieren müssen, bevor man hierher geht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier sind die Kämpfe wieder spannend. Oh nein, drei! Ah, warte. Ich glaube, wenn der Goomba mit seinen Füßen rumhampelt, dann geht er als erstes los. Kann das sein? Und wenn er nichts macht und wartet, dann geht erst der Fly Guy nach Hause. Muss ich mal drauf achten, wenn er wieder angreift. Das, was mich halt auch am meisten aufregt, ist, dass ich zwei Züge brauche, um einen Shy Guy zu besiegen. Deswegen bekommen die eben extrem viel Zeit, um sich zu vermehren. Also mit Hilfe eines Goombas. Okay. Nee, es hat nichts damit zu tun. Ja, dann habe ich keine Ahnung. Dann ist es vielleicht einfach nur Glückssache. Entweder der eine fliegt los oder der andere geht los. Ich weiß es nicht, woran man es erkennt. Du, 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 du. Ich habe keine Ahnung. Hm, 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 hm. Ah, das zieht sich aber auch hin, ne? Wir haben einfach keine brauchbare Paarattacke. Wenn die nicht fliegen würden, dann wären sie nicht so schlimm. Aber sie tun es. Es gibt zu viele von denen. Hoffentlich nur jetzt am Anfang. Weil nicht, dass wir hier die ganze Zeit gegen die kämpfen müssen. Wird ja auf Dauer auch langweilig. Auch wenn ich mich, wie gesagt, nicht beschweren möchte bei 432 Erfahrungspunkten. Okay, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um. Was haben wir bisher erreicht? Es gibt hier eine Plattform, aber auf die komme ich nicht hoch. Das habe ich gemacht. Wir haben hier unten ein Attackenfragment, an das ich nicht rankomme. Und dann haben wir noch eins. Und zwar hier, an das ich auch nicht rankomme, weil ich keinen hohen Sprung habe. Oben ist ein Ufer, aber da habt ihr ja gesehen, da ist Wasser. Da kommen wir also auch nicht weiter. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Gehen wir also hier lang. Ich denke, wir werden irgendwo den hohen Sprung erlernen. Ja gut, das sage ich schon seit 20 Parts. eine mächtige Aura pulsiert hier. Seht nur da, eine Traumzone. Gut. Da müssen wir hin. Aber erstmal umschauen, weil da ist Attackenfragment Nummer 2. Viele haben wir bis jetzt nicht gefunden. Also gesehen schon, aber wir konnten an fast nichts ran. Was ist denn das?
Was ist denn das für eine seltsame Ruine? Auf jeden Fall kommen wir nicht rein, also sollten wir weiter. Okay. Das hat mich neugierig gemacht. Nur leider werden wir es später erst erfahren. Oh, das ist voll cool gebaut hier, oder? Kann man sich nicht beschweren. Money! Money, money, money. Da, 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 da. Ja, da gab es doch so eine schlechte Serie auf RTL mal, oder? Mit dieser, ah, wie heißt diese Schauspielerin? Diese Rothaarige, die mag ich nicht. Andrea Sawatzki, glaube ich. Ich weiß nicht, aber ich mag die nicht. Hey Jungs, wartet, wartet doch mal. What's up? Puh, echt toll, mal wieder ein paar Gesichter zu sehen. Bin hierher gekommen, um ein Geschäft aufzumachen. Ein Freund von mir meinte, hier könnte man gut verdienen. Aber ich habe schon seit Ewigkeiten keinen einzigen Tourist gesehen, geschweige denn irgendwas verkauft. Hier draußen kann es echt einsam werden. War schon kurz davor, mich in meine Schale zurückzuziehen, wie so ein Einsiedler. Und wir Muschelons machen das halt so. Naja, gut. Vielleicht ein wenig extravagant, aber wohin sonst soll ich denn auch gehen, hm? Na egal, vergesst es einfach. Was macht ihr Jungs überhaupt hier in der Gegend, hm? Was? Red was lauter, Junge. Ich höre nicht mehr so gut. Ihr wollt also die Brücke hier überqueren, ja? Bingo, hier riecht's ja auf einmal nach Profit. Was soll ich tun? Euch einfach durchlassen oder... Nein, vielleicht wäre das doch falsch. Na gut, ich lasse euch vorbei. Aber vorher habt ihr doch sicher Lust auf ein kleines Spiel. Ist echt ganz simpel, man nennt sich Maulwurfsjagd. Einer von euch wird zum Maulwurf und geht Krabben jagen. Das ist schon alles, Jungs. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ihr spielt eine Runde und danach lasse ich euch passieren. Was meint ihr? Lust auf eine Runde Maulwurfsjagd? Vielen Dank, Jungs. 10 Münzen macht das dann. Ja, jetzt kommt er doch noch zu seinem Geld. Was ist los? Habt ihr gedacht, das wäre umsonst? In welcher Welt lebt ihr eigentlich? Hallo, jetzt macht wenigstens. Zockt's halt einmal, dann seht ihr schon, ob es Spaß macht oder nicht. Und ihr wollt doch schließlich hier drüber, oder? Jeder braucht sein Geld, verdammt. Dann verkrieche ich mich halt wieder in meine Schale. Ich darf das, dafür bin ich ein Muschelon. Hey, wartet, verdammt. Was ist jetzt los? Fail. Epic Fail deswegen, weil mein 3DS ausgegangen ist. Ich glaube, jeder, der 3DS Let's Plays macht, dem ist das schon mal passiert. Bei mir ist es, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass das jetzt vorkommt. Kann ich nicht ändern. Deswegen können meine Bestandszahlen wie KBBB und Münzen abgeändert sein. Und außerdem habe ich 10-mal ausgewichen, sowie eine weitere Bonusaufgabe bestanden. Weil ich musste das jetzt alles nochmal bis hierhin spielen. Keine Sorge, es war nicht viel. Nur dieser Part von Anfang an nochmal, also 12 Minuten. Und es lief ganz gut. Ist ärgerlich, aber ist halt jetzt passiert, sorry. Also gut, verstehe. Ich mache euch ein Angebot, da könnt ihr gar nicht Nein sagen. Oh, und noch was. Beim Level-Up von Mario habe ich diesmal bei Angriff die 4 getroffen. Also von daher ist es vielleicht sogar gut. Wenn ihr gewinnt, überlasse ich euch das komische Ding hier. Sieht gut aus, oder? Und? Jetzt interessiert? Na also Jungs, ich wusste doch, dass ihr wisst, was gut ist. Ja, fangen wir mal an. Ja, ich brauche aber die Regeln zuerst. Na gut, jetzt hört erst einmal genau zu. Ihr seht doch die Dinger, die dort im Sand rumkriechen, hm? Das sind Krabben, die müsst ihr euch schnappen. Ihr braucht einen Hammer, um einen von euch unter die Erde zu bringen. Aber macht euch keine Sorgen, ich habe für euch vorgesorgt. Kann euch einen Hammer vermieten für gerade mal neue 100 Münzen? Wir haben welche. Was? Ihr habt welche? Scheiße. Immer geht mir das Geld durch die Lappen. Was? Nein, bin keine Spur enttäuscht. Nö, nö, kein Problem, alles okay. Ja gut, zunächst schaut euch das hier an. Aber vorher brat mir noch ein mit dem Hammer über, ja? Gerne. Bam. Siehst du? So läuft, kommst du unter den Sand. Und jetzt gehst du dahin, wo die Krabben sind. Wenn du überlegen und reichweite bist, nimmst du die Verfolgung auf und...
sag schon, ist die Krabbe ausgebuddelt. Ganz einfach, oder nicht? Alles klar. Die Krabben... Achso, der ist wieder aufgetaucht. Alles klar, die Krabben, die ihr dann gleich herausholt, gibt drei verschiedene Sorten. Für jede Sorte gibt es unterschiedlich viele Punkte. Die braunen Krabben sind 10 Points wert. Die silbernen 20. Und dann gibt es noch die richtig fetten Teile, die Oschis. Die goldenen nämlich. Die sind 40 Punkte wert. Schafft ihr innerhalb des Zeitlimits 230 Punkte. Und ihr habt das Spiel gewonnen. Dann gibt es den Kuss und das Attackenfragment. Oh, habe ich fast vergessen. Wenn ihr einen Block wie diesen seht, springt auf jeden Fall dagegen. Blöcke wie diese machen alle Krabben in ihrer Nähe platt. Mit dem richtigen Timing bringt euch das jede Menge Krabben auf einmal. Ihr könnt auch einfach mit dem Hammer dagegen schlagen, wenn euch das lieber ist. Okay, Regeln verinnerlicht, probieren wir es. Okay, ab auf eure Startposition. Ab geht's! Unter die Erde! Wir haben den silbernen. Okay, man muss ihn nur ausgraben, das war's. Eigentlich ganz einfach, oder? Also bis jetzt jedenfalls schon. Oh, der goldene. Jetzt nicht mehr so einfach. Yes! Klar, braun ist ganz einfach auszugraben, aber die bringen halt auch nicht viel. Sehr schön. Nein. Oh, der Ding. Yes, alle auf einmal in der Nähe. Und dabei war der goldene dabei. Schön, schön. Wie viele Punkte haben wir? 180. Und ich habe noch 20 Sekunden, also eigentlich sollte ich das schaffen. Nein. Ja, du, gib her. Okay, das war's. Das hat gereicht. 270 sogar. Ja, 310. Bin ich zufrieden mit. Geschafft. Nettes Minispiel. Und dank des Blocks ist es auch gar nicht so schwer. Oh Mann, ihr habt's geschafft. Na gut, versprochen, versprochen. Aber sofort könnt ihr über die Brücke, wenn ihr wollt. Ach ja, richtig. Einen Preis bekommt ihr natürlich auch. Wie versprochen. Sehr schön. Hey Jungs, das wäre echt nicht schlecht. Bestimmt kann man hier noch andere Dinge gewinnen. Aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Wir müssen in die Traumzone, aber ich überlege gerade, ob ich nicht einfach weitergehen soll. Weil, ach so, es gibt nur eine auf jeder Seite. Weil am Anfang konnten wir auch nach rechts gehen. Ich verstehe schon. Und jetzt bin ich eigentlich hier durch, so mehr oder weniger. Und ich muss in die Traumwelt, bevor ich dann einen anderen Weg einschlage. Alles klar. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm, aber die haben gesagt, dass die viel labern werden. Oh Gott. Hoffentlich nicht. Aktuell muss ich sagen, nehme ich gar nicht so viel auf. Weil ich seit langem mal wieder ein Spiel privat spiele, und zwar Pikmin 3. Ich Let's Play's ja nicht, zumindest heutiger Stand nicht. Einfach weil ich das noch nie gespielt habe und das Blind halt echt sehr, sehr schwer ist. Ich habe mich am Anfang auch, ja, nicht doof angestellt, aber halt auch nicht wirklich gut. Inzwischen kann ich es eigentlich ganz gut, denke ich mal. Also vielleicht werde ich mal die anderen drei Pikmins alle nach der Reihe zocken. Was ist jetzt das überhaupt für ein komischer Ball? Ich kann hier irgendwie Luigi drehen, aber was soll mir das bringen? Ach, ich kann die Schwerkraft verändern. Ist ja krass. Das haben sie bei Super Paper Mario auch schon gemacht. Erinnert mich gerade ein wenig dran. Ja, und Pikmin ist eigentlich gar nicht so lame, wie ich immer dachte. Man muss sich die Games halt erstmal angucken, ne? Klar, es ist jetzt auch nicht die absolute Bombe, aber es macht schon Spaß. Ich weiß jetzt nicht, wie Pikmin 1 und 2 so waren. Aber das Dreier schaut natürlich auch sehr gut aus. Am Anfang dachte ich, das sieht gar nicht so gut aus. Klar, bei den Nintendo-Trailern sah es echt nice aus. Aber dann habe ich es mir bei zwei Let's Playern angeschaut und die, ja, war jetzt nicht mehr so dolle. Aber anscheinend können die einfach nicht Ding. Aber gut, es war zumindest bei einem schlecht. Bei dem anderen ging's. Und wahrscheinlich können die einfach nicht
mit Videos, Videokodex umgehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist es besser, als ich dachte. Grafisch und spielerisch. So. Also wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir uns diese Serie vielleicht auch mal angucken. Hallo, wir sind hier, um dieses Traumei abzuholen. Nett. Ein roter Bärtiger, ein grüner Bärtiger, ein kleiner oranger Typ. Ihr seid doch diese Superheldentypen. Ja, genau, die seid ihr. Serling-Superhelden. Nö, wir brauchen das Traumei und, ihr müsst eure Identität nicht verbergen. Ich bin eingeweiht. Ich sehe mir jede Folge eurer Sendung an. Roter Serling, grüner Serling und natürlich du, oranger Serling. Immer heiß auf einen Käse. Hört zu, Jungs, ich bin Siegfried, euer größter Fan. Es ist mir eine Ehre, euch zu helfen. Käse? Was soll denn... Hör mal, Kleiner. Hör mal, bla bla, transformiert euch. Bitte? Transformiert euch in eure Superform. Bitte, bitte. Und die Posen dazu, ja? Ich glaube, wir müssen ihm irgendwas vortäuschen, damit er zufrieden ist. Macht doch wieder diese Hammer-Show. Ja, ich weiß, der hat nicht alle Daunen in der Decke, aber spielen wir einfach mit, ja? Du hast uns enttarnt, junger Siegfried. Wir sind die Super-Serlinge. Wir brauchen das Traumei, um das böse Monster Buckel die Bowser zu besiegen. Ja. Oh, wie krass. Das Original. Traumeier, ja? Sie sind der Schlüssel? Mhm. Na dann, so eins habe ich für euch. Aber vorher... Transformiert euch! Kann ich aber nicht. Traum Luigi, mach irgendwas. Mario, ich weiß, das ist albern, aber du musst mir jetzt echt helfen, ey. Ja, wie denn? Hilfe! Transform, Traum! Roter Serling, transformiere! Jetzt mach schon, Mario! Komm, wir haben noch verschiedene Moves. Und jetzt gleich? Mach doch einfach irgendwas! Mario, erwartet! Denk nicht zu lange nach! Mach einfach irgendwas und flieg mich auf! Nicht gerade der Hammer, die Show. Nein, das war ganz falsch, das war scheiße. Das war doch die Pose vom grünen Serling nach seiner Spezialattacke, verdammt. Wow, so nah dran, aber so verkehrt. Mario, ich meine roter Serling, genug aufgewärmt, jetzt zeig ihm deine wahre Pose, verdammt. Und du grüner Serling, zeig, was in dir steckt, wirf dich in die Pose wie ein echter Super-Serling. Los. Was für ein unnötiger Scheiß. Immer noch falsch. Und ohne Transformierung. Und völlig asynchron. Seid ihr etwa nur Betrüger? Ja, es tut mir leid, aber eigentlich sind wir... Klar. Ihr wart irgendwie anders als das Original. Die echten Super-Serlinge haben schließlich auch Vollbärte. Als der Anruf wegen euch kam, da wollte ich einfach glauben, dass ihr sie seid. Aber ihr seid nur Lappen. Betrüger, Schweine. Aber ihr habt euch Mühe gegeben. Und das finde ich toll. Ihr seid einfach tolle, geile Kerle. Und ihr habt gesagt, ihr braucht ein Traumei, oder? Tja, ihr wart nett, deshalb bin ich es auch. Ich gebe euch mein Traumei. Gott sei Dank. Na gut, los geht's. Schön. Gefällt mir. Du erhältst ein Traumei. Die Traumwelt muss erweitert werden. Wir brauchen ein sicheres Versteck für die Prinzessin. Ja, absolut. Ist die Traumwelt erst durch das Traumei erweitert, wird sie das perfekte Versteck sein. Super, toll. Einer edlen Dame in der Not zur Seite stehen. Krass. Das ist ja fast so wie bei den Super-Serlingen. Kommt sogar im Titelsong vor. Ein Serling hilft immer der Dame in Not. Wirklich? Klar, Mann.
Dreimal mehr Farben, dreimal mehr Bart. Damen in Not, vor Schaden bewahrt. Serling-Superhelden auf euren Platz. Von euch kriegt der Böse eins vor den Latz. Können wir jetzt gehen, bitte? Bitte nicht diese Pose. Die ist einfach eklig und falsch. Egal, jedenfalls viel Glück, ihr drei. Ihr seid jetzt meine neuen Superhelden. Er ist weg. Und das war bisher der dümmste, den ich in diesem Spiel getroffen habe. Perfekt, auf zur nächsten Traumzone. Wir müssen den nächsten Serling suchen und Nerven regenerieren. Schade, irgendwie in dieser Passage des Spiels wird das alles ein wenig kindisch. Also ich habe ja generell nichts gegen, ich finde es ja oftmals auch süß und so, aber das nervt langsam. Trotzdem, der Strand ist schön und die Kämpfe sind anspruchsvoll. Aber bisher, muss ich trotzdem sagen, finde ich dieses Gebiet am schlechtesten. Es kann sich noch ändern. Aber hier wollen sie schon ein bisschen Zeit hinauszögern, das merkt man schon. Dieses ganze Gelaber und so. Das Minispiel war ganz nett, aber davor halt auch wieder zu viel Gelaber. Ich hoffe mal, dass es auf der anderen Seite, der rechten Seite, etwas besser ist. Und kann ich hier eigentlich doch rauf? Ah, ich kann hier doch rauf. Wie gut, dass ich das nochmal ausprobiert habe, weil wir müssen dann nämlich rein. Allerdings, wenn wir die richtige Höhe erwischt haben. Los, rauf da jetzt. Und die müsste jetzt sein. Ja. Attackenfragment Nummer 5. Die Hälfte. Sehr gut. Ich denke mal, die anderen 5 sind dann auf der rechten Seite. Da werden wir dann auch im nächsten Part hingehen. Jetzt möchte ich noch da hoch. Da könnte eine Bohne oder sowas sein. Komm schon, lass mich noch nachschauen, bitte. Luigi, okay. Ganz warten, bis es oben ist. Nochmal. Dankeschön. Hä? Da waren die Fotos. Habt ihr sie gesehen? Mario holt sie gleich. Und da drüben ist auch noch was. Was wir hier gerade entdecken, hey. Obwohl, das könnte der Rückweg sein. Ja. So mehr oder weniger. Halt! Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Sehr schön. Kleiner Mario. Geh da durch. Okay! Fotos vom Schlummerstrand für Kylie Cooper gefunden. Ah ja, und die Fotos werden wir auf jeden Fall zusammenstellen, weil ihr habt mir interessante Dinge in die Kommentare geschrieben. Wenn man die Fotos löst, dann kriegt man bei jedem dritten Foto ein richtig geiles Item. Und das brauchen wir. Eventuell. Ach, hier bin ich jetzt auch nicht. Was, wir müssen eine Verbindung nach oben gebaut? Wo geht's denn da hin? Ist das ein völlig neues Gebiet? Nee, das müsste eigentlich zu dem Anfang führen, oder? Oder? Wir schauen mal kurz. Nee, es ist noch ein weiteres Gebiet und dann führt es zum Anfang. Auf jeden Fall finden wir hier ein Attackenfragment und neue Gegner. Wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part, Freunde. Ich hoffe, euch gefällt es noch. Daumen hoch, wenn ja. Und bis bald. Tschüss.